weltweit zu werden. Und wir schauen uns das jetzt einmal an. Da geht er schon raus und gesagt hat, bitte habt das Modell immer im Auge. Ganz wichtig, das ist ein technisches Hobby, das wir da haben. Der Manuel hat diese Maschine sich heute ausgeborgt, weil er von seinem eigenen enttäuscht worden ist durch ein technisches Problem. Das, was er zeigt, das ist in meinen Augen, ich bin selbst Modellflieger, in meinen Augen eine, ja, sagen wir mal, fliegerische Umzug. Mehrere da bleiben, mehrere weggehen von dort. Bitte. Das, was er daher zeigt, das ist fliegerische Unzucht in Wahrheit. Das ist aber einen Modellhubschrauber zu beherrschen, eine große Kunst. Stellt euch einmal vor, was da passieren würde, wenn wir nur Testflüge gemacht. Ja? Das ist allerdings alles von der Fernsteuerung gesteuert. Das ist nicht so Knopfdruck. Das steuert er mit seiner Fernsteuerung und er sitzt nicht drin an jeder Figur, die er auch ist gesteuert. Jetzt geht es los, Gott sei Dank. Ja, genau. Wenn man immer da oben steht, sind wir die Figur da oben nicht. Aber die Kopf geht runter, schaut sich das an. Also, die Figur an den Armen, ja? So ist der Beispiel. Dann gibt es ein Flugzeug, dann gibt es ein Messer, und alles gesteuert bei der Armen. Und es gibt Feuerwehr. Das ist vorne, das sitzt von drinnen. Frühstück hätten wir schon wieder, ja? 100 Volt, es geht bis zu 14 G und 16 G auf den Angriff von Erdschwere auf dem Hubschrauber. Aber der ganze Lot der Welt ist mit dem Schutzanzug des Fettachtelungen könnte diese Figuren überleben, wenn er drinnen sitzen würde. Was man immer noch demonstrieren kann, ist, wie stark die Stiftung zu den Materien gebaut sind. Obwohl, noch einmal, es ist ein technisches Hobby. Und der Manuel ist einer der Besten, und er liegt noch besser, weil er ist in seinen jungen Jahren wegen seiner Arbeit als Herzpilot von den größten Modellflugzeugen Europas gewesen, nach Horizon, dafür fliegt er und zeigt ihm, was er drauf hat. Und jetzt darf er nochmal 2 Sekunden mit ihm allein. Tatsächlich hat er es gefallen. So, wenn er dahinter ist, alles gefallen. Das wäre die Rasenmäher-Position, ne? Das ist eine Erholung für ihn. Normalerweise ist er englischer 5 mm. Aber genau, das sind Erholungsfiguren. Ja? Da läuft er durch. Das ist kurz vor dem Abfang. Ich hoffe, alle verkehrt. Ja? Vor allem, wenn sich die Besten, die Großen in dieser Branche, dann gibt es eine neue Figur, und da geht es wirklich dahin darüber. Jetzt fliegt er mit wenig Drehzahl, jetzt zeigt er mit der Hüfte auch mit wenig Drehzahl im Rückenflug zum Beispiel beherrschbar ist, in all seinen Figuren. Ja. Und jetzt würde sie absetzen. Und jetzt kriegt er einen Riesenapplaus. Manuel Marini!